Hey Leute, heute mal wieder ein spontanes Rocket. Ich habe gesagt, ja, ich bin zwar schon qualifiziert, aber warum nicht? Das ist immer so ein bisschen spektakulär. 12 Spiele, Maskenjackpot, wo alle voll aufs Gas gehen. Macht also Laune. Und ich habe mir auch gedacht, ich werde es jetzt einfach mal hier live kommentieren und versuchen. Dann wird das noch ein bisschen, ja, intuitiver. Und mal gucken. Ich brauche ja nicht mehr unbedingt, aber wenn jetzt ein sehr schönes Ergebnis rauskommt, dann kann ich es ja mal in Erwägung ziehen, in der Woche noch weitere Versuche folgen zu lassen. So, also Spieler 1 spielt Krank. Ich habe kein besonders gutes Ausspiel, habe mich jetzt hier mal für Pik Dame entschlossen. Das führt auch direkt zum Erfolg. Also Stechfarbe gefunden. Drei Bauern hat er, Karo sitzt aber auch dagegen. Schon möglich, dass er hier ein bisschen kurz kommt, aber Spieler 3 bringt jetzt nicht wieder die Stechfarbe. Ich weiß nicht, kann er Pik überhaupt noch irgendwo unterbringen? Hat er die Pik 10 gedrückt? Ich denke mal, ich will ihn hier versuchen, ein bisschen Trumpf zu kürzen oder zum Abwurf Karo zu verleiten. So, einen Bauern hat er noch, Herz Ass zu zweit und vielleicht jetzt tatsächlich die bestellte Karo 10 oder noch die Karo 10 blank und Kreuz Ass. Ich werde jetzt mal mit Kreuz fortsetzen. Und dann gucken wir mal, ob da noch ein fetter Karo-Stich drin ist. Jetzt müsste unser Partner eigentlich sich so gestellt haben, dass er Rest hat, ne? Nee, wieso? Was macht er denn? Der Bauer war noch drin. Ah, der Schneider war jetzt natürlich. Den Bauern habe ich. Ja, der Schneider war unnötig. Den muss mein Partner jetzt eben einfach rausnehmen. Im Übrigen kann er davor natürlich auch schon die Karo-Lusche abwerfen. Nee, ich denke, in der Summe war da nichts zu holen. Tja, halber Null, halbes Farbspiel langt mir, um hier nochmal im Rocket bis 23 zu gehen. Aber keine Chance. So, das war natürlich auch schon mal wieder ein Treffer. Schnell 14 raus, einfach zurücknehmen. Kreuz Ass muss ich im Moment nicht riskieren. Er hat noch ein Kreuz. So, wäre ungewöhnlich, wenn er aus dem Kreuz Drilling abwirft. Also nehmen wir mal voll raus. 14, 24, 35. So, Buben sind noch komplett unklar. Vielleicht hat er alle vier. Ja, vielleicht hat er dann Karo Drilling. Kreuz zurück, werden sehr wenige Augen liegen. Pik ist auch, ach, es ist nicht leicht, ein gutes Nachspiel zu finden. Vielleicht entweder Karo 7 und in der Hoffnung, dass ich ihn da ins blanke Ass treffe und dann auf Pik noch was geht, oder Pik und hoffen, dass ich ihn da ins blanke Ass treffe und Karo noch was geht. Wir versuchen es jetzt mal mit Karo. Das war nicht schlecht, das war die Stechfarbe. Es sind auch nicht vier Buben da. Der hat tatsächlich Kreuz aus, ganz frech aus der Viererlänge hat er allen Ernstes im ersten Stich die Lusche abgeworfen. Also mit anderen Worten, das war eher ein Verzweiflungsgang. Das hat jetzt natürlich gut hingehauen. Bin ich mit dem Ass rauf? Ja, ist natürlich schwer zu sehen. Also richtig gut war der nicht, aber er hat ihn riskiert. Wie gesagt, Rocket, kurze Distanz, hohe Punkte nötig. So, jetzt schnell abhaken und sehen, dass wir hier mit vier Assen und einer 10 jetzt selber unseren Gang spielen. So, keinen Bauern gefunden. Das ist in dem Fall schon mal eine gute Nachricht. Das Spiel will man ja nicht unbedingt günstiger finden. So, und ich denke, ja, ich mache es wieder. Moment. Wenn mir hier zwei Viererlängen sind natürlich ein bisschen gefährlich. Wenn mir irgendwo was gestochen wird, reichen mir denn mit 13 gedrückt vier Stiche? Denn ich kann natürlich statt Kreuz 10 zu drücken nochmal die Chance im Blatt behalten, dass Kreuz doppelt läuft. Dann langen mir zwei andere volle. Oder wenn jetzt die vier Asse laufen, dann kriege ich in Karo natürlich den Pflichtkönig. 13, 17, dann bin ich auch bei 61. Also ich denke, 13 hier zu drücken müsste reichen. Damit brauchen wir natürlich vier Stiche. Aber einen Abstich kann ich im Zweifel verkraften, wenn dann dafür der Kreuzdoppelläufer kommt. Das sieht allerdings nicht so aus, wo Kreuz direkt auf den Tisch kommt. So. 24, also jetzt wäre es natürlich besser, wenn einfach die anderen Asse laufen. Oh, das geht aber gleich gar nicht gut los, gar nicht gut. Das wiederum gefällt mir schon besser. Abzug des Buben. So.
glaube, auf die Herzlusche kann ich hier noch am ehesten verzichten. Das ist natürlich mein blankes Ass, bedauerlich. 24, 38, so. Was hat der Mann? Drei Bauern, ein Kreuz wahrscheinlich nur. Bei 24er Reizung, vielleicht hat er ja sogar noch ein Kreuz mit. Ich glaube, ich ziehe mal Kreuz 10. So, dann muss jetzt nur noch Karo Ass laufen und dann haben wir das Spiel gewonnen, ne? Der wird auch nicht zwei Farben stechen. Und da kommt die Karo 10 und alles ist schön. Oh, Spieler 3 hat das Spiel verlassen. Komm er bitte wieder. So, wirklich den Rest schenken, jawohl. Gut, also, die Kollege startet mit 72 und 96, da muss ich natürlich sofort mal einen 120er dagegen setzen. Allerdings kriegt er das Spiel schon wieder bei 18 und ich würde sagen, wäre überraschend, wenn er nicht wieder einen Grang rausmacht. Also, wir spielen hier nur Grangs, das ist gut. Manchmal heißt es ja, oh, hier auf dieser oder jener Plattform werden einfach zu viele Grangs gespielt. Denn die meisten wissen natürlich nicht, dass eine Grangquote von um die 35% ganz normal ist auf lange Sicht. Und auf kurze Sicht hast du natürlich auch mal ein bisschen mehr, schon gerade dann, wenn hier in so einem Format auch ein bisschen riskantere Grangs gespielt werden. So, Anna. Na, ich glaube nicht, dass er jetzt wieder ganz lang Kreuz dabei hat, wo er schon wieder nur zwei Buben hat. Okay, da haben wir immerhin schon mal die bestellte 10 eingesammelt. Jetzt war Herz leider kein Treffer, beziehungsweise mein Partner hätte natürlich den Schneider da schon retten können, indem er mit der Herz 10 raufgeht. Dann macht mein Herz König den Stich. Ich glaube, das hätte er besser mal getan. Also, der zweite geschenkte Schneider für Spieler 1. Meine Güte, der galoppiert aber richtig los. Wo will der noch hin? Wird noch ein bisschen Material benötigt, um den aufzuhalten. Mal gucken. Jetzt erstmal Spieler 3. Auch mal eine Hausnummer. Der fünfte Grang. Farbspiele sind auch viel zu schwierig mit den ganzen Trümpfen, ne? Der eine oder andere hat zu Recht erkannt, dass es beim Grang viel einfacher ist, die Trümpfe mitzuzählen. So, Jungs sind raus. Das muss unser Schneider-Freistich werden. Herz, Karo 10 oder Pik 10. Nehmen wir mal die Karo 10. 31. Ja gut, dann soll Pik ja vielleicht auch noch einen Stich machen. 42. Gut, wenn ich etwas genauer gerechnet hätte, hätte ich vielleicht doch Kreuz König auf 43 legen sollen, damit wir gegebenenfalls mit dem Pik-Bild hinkommen. Andererseits, ja, Kreuzkönig kann auch einen Stich machen. 50 und jetzt hat er wohl Rest, ne? Kreuz 10 noch, Buben und Pik Ass. Ja, dann kann es auch wieder nicht lang. Pik 10 statt dem Bild wären auch nur 7 Augen mehr gewesen. Also hier kriegt jeder seine Gewinnspiele zusammen. So, nun muss er mal überlegen. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, diesmal wird es eine etwas schwierigere Geburt. Schaut an, ein Farbspiel, ein schnödes, schlichtes Farbspiel. So, was haben wir? Sieht aus, als hätte mein Partner ihn direkt an der Stechfarbe erwischt. Das wäre sehr erfreulich. Das klärt immer die Karte so ungemein. Jawohl. Und Abwurf Herz König kann natürlich mal ein Bluff sein, aber wahrscheinlicher ist, dass das wirklich aus Ass König oder so ist. Deswegen spiele ich jetzt direkt Herz nach, weil ich danach Herz frei bin und nach einer weiteren Trumpfrunde dann erhoffe, in Herz nochmal überzustechen. Ne? Wenn ich Karo weiterspiele, habe ich danach immer noch Karo in der Hand. So. Tatsächlich, der König war blank. Gut, kann natürlich sein, dass das Spiel jetzt mit Zweien ist. Ja, okay. Fünf Trümpfer nur, dann hat er viermal Pik dabei und ich habe den Pik-König zu dritt, aber es nützt uns nichts. Weil Trumpf 3-3 steht, kriegen wir hier nur noch einen Stich.
ja, kriegen zwar das Herz Ass, aber er kann stechen, hat den letzten Pik. Also hat er ein bisschen Glück, dass Trumpf 3-3 steht und das Pik natürlich bei mir steht und nicht bei meinem Partner. Dann hätte der gegebenenfalls Pik direkt ausgespielt und wir hätten stechen können. Nee, in Vorhand schon ein starkes Spiel. 5 Trumpf mit den beiden Alten und Pik Ass 10, Doppellusche dazu, Herz 10 im Keller, war also bei Trumpf 3-3 dann doch lässig gewonnen. So, Halbzeit. Und Spieler 1 hat schon 500 Punkte und macht gar keine Anstalten aufzuhören. Ja, hochgerechnet, so kannst du auch mal 1000 Punkte in 12 Spielen machen. So, versuchen wir mal was anderes. Unter durch gegen den Krang, wo ich keinen Buben habe. Nach dem Motto, vielleicht hat mein Partner ja mal zwei Buben dagegen, vielleicht ist das so ein Springer-Krang. Erstmal hat der Spieler natürlich die Chance genutzt, jetzt ganz günstig abzuwerfen auf 0 Augen. Das ist immer die Kehrseite der Medaille. Man stochert so ein bisschen im Trüben und manchmal findet man was Gutes und manchmal auch nicht. So, da habe ich jetzt eben auch nicht den richtigen Riecher gehabt, beziehungsweise man weiß es nicht, vielleicht hat mein Partner ja sogar noch einen Buben, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe 0 Augen reingelegt. Gut, kann sein, dass ich dafür jetzt auf Herz schmieren kann und das jetzt nur quasi verzögert ist, wann ich meine Augen unterbringe. Ja, undurchsichtig noch die Situation. Pik 10 scheint gedrückt zu sein. Und das sollte doch jetzt ein Stich für uns werden. Na, ich glaube ehrlich nicht, dass mein Partner den Buben hat, deswegen geht das Pik Ass da jetzt mal rein. Ansonsten kann er mich ja immer noch in Karo anspielen. So, Herz-Stehkarte. Da, mein Partner hat den Bauern, allen Ernstes, mein Partner hat doch den Buben. Und da ist das Spiel hinüber. Was macht er denn? War das nötig, so ein riskantes Spiel jetzt zu machen? Bei 500 Ligen, ohne Gegenwehr, hätte er doch nicht unbedingt diesen Grang nur mit den Mittelbuben spielen müssen, wo ihm eine Farbe fehlt. Und dann sticht er dann noch in die drei Augen rein, zieht den Buben raus, womit er natürlich gegen zwei Buben die Flanke noch weiter aufgemacht hat. Ja, hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber ihr habt es gesehen, ihr wart live dabei und jetzt geht's richtig zur Sache. Punkte sollen wieder rausgeholt werden, Spieler 3 hält in Vorhand und ich sitze hinten und habe eine 59er Reizung, Nullover Hand. Hat natürlich eine kleine Schwachstelle hier in Herz, aber die muss dann halt mal reichen, die muss dann halt mal halten. Sieht übrigens auch nicht so aus, als ob ich rankomme. Naja, ich habe alles versucht. Man kann es nicht anders sagen, dass Rocket hält, was es verspricht. Es ist hier schon wieder eine ganz kurzweilige Liste, würde ich mal denken. So, und jetzt haben wir natürlich hier auch einen gezwungenen Grang aufgrund der hohen Reizung. Das heißt, durchaus möglich, dass wir den ein bisschen anknabbern können. Die Farben stehen jedenfalls schon mal lang. Ich habe kein Kreuz, ich habe kein Karo. Da wird schon mal durchgeladen, jetzt auf 42 Punkte. Dafür habe ich noch ein paar Herzen, vielleicht noch einen Herzstich. So, drei Augen nimmt er nicht mit. Oh, bei 42 liegen, jetzt nur noch rausnehmen und schnapp, haben wir wieder den Sack zugemacht. 61 und wer weiß, ich habe so das Gefühl, dass da mindestens noch ein, zwei Stiche drin sind. 65, vielleicht noch ein Herzstich jetzt. Siehst du, Herzdame macht auch noch einen Stich. Also, das war auch nichts. Jetzt kommen die Einschläge näher und ich stehe gar nicht so schlecht dafür, dass ich erst ein Spiel habe. Das kann immer noch was werden. Jetzt müsste dann natürlich bei Gelegenheit mal ein teures Gewinnspiel dazukommen. Ja, und da würde ich mal sagen, ist zumindest die Gelegenheit. Der Ansatz ist dünn, das ist keine Frage. Die Mittelhandposition macht es nicht besser, aber wir haben auch nur noch 4 Spiele, also ohne Angst ran an den Feind. So, da haben wir es natürlich wieder ein Klassiker, bei 22er Reizung Pik Bube gefunden, damit ist der Herz natürlich geplatzt. Den werde ich kaum Schneider spielen. So, was haben wir für Alternativen? Kreuz, 4 Trümpfer, auch sehr unschön, ne? Könnte man irgendwie so drücken, aber Prinzip Hoffnung, leichter tatsächlich zu spielen. Ich sage nicht, dass er eine sehr gute Chance hat, aber am leichtesten zu... Hey, geh wieder zurück. Was ist jetzt hier mit Karo König? Leichtesten zu spielen ist, denke ich, der Krang.
Den wollen wir jetzt aber noch mal anders drücken. Vor allen Dingen aufgrund der Reizung kann ja mal sein, dass vorne wirklich, also kann sein, dass er mich nur über Herz heben wollte. Das wäre die schlechte Nachricht. Kann aber auch sein, dass er tatsächlich Pik gereizt hat, ich hier mit dem Pik König mal in den Schnitt komme. Das wollen wir zumindest erstmal versuchen. Ja, und das sah jetzt natürlich wieder richtig hässlich aus. So schnell kam da die Pik 10, die war garantiert blank. Aber das lässt sich ja vorher nicht ahnen. Meine Güte, hat Vorhand etwa Pik 7, 8, 9 Dame. Dass nun ausgerechnet der eine Blanke, der hinter mir steht, die 10 ist. So, Karo zweimal bedient, Spieler 1 wirft schon ab, aber jetzt kommt Herz raus. Warum wirft er denn? Gut, 14, 28, 42, 45 haben sie schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Spieler 1 jetzt 2 Buben hat. 2 Buben, 3 Pik und noch ein Kreuz, vielleicht Kreuz Ass sogar. Mit nur einem Buben hätte er gestochen. Andererseits bei 45 liegen, wenn ich jetzt Herz 10 anbiete, Abstich und dann noch Kreuz Bube. Also muss ich es versuchen. Ich muss es versuchen, auch wenn ich jetzt natürlich in der Gefahr bin, hier Schneider zu werden. Wenn jetzt noch ein Kreuz eine Übergabe gespielt wird, dann kriege ich womöglich gar nichts mehr. Nee, oder er hat Kreuz Ass, dann langt es auch ganz einfach. Oh, er hat doch noch die Übergabe. Hinten ist die Pik 10 gar nicht blank. Okay, wenigstens das. Pik 10 war nicht blank. Nützt mir aber auch nichts. Ich konnte nicht gewinnen, das Ding. Also, nun habe ich mich eingereiht hier in den Reigen. Und das ist doch wieder nicht zu fassen. Ein Spiel später kommt dann der Grang mit rein in Vorhand. Hätten die Spiele sich nur in der Reihenfolge vertauscht, hätte ich das nächste, das andere vielleicht gar nicht riskiert. Das ist dann auch immer noch so eine Sache. Dann ist die Liste eigentlich abgehakt und dann kommt noch so ein kleines Nachtreten, nenne ich das mal, ne? Denn wer will denn jetzt bei dem Stand unbedingt noch einen Grang haben? Gut. Holt die Punkte von eben wieder raus, ne? So, wir wollen erst gucken, wie Herz steht, alles klar, denn dann könnten wir hier ein Kreuz nochmal unter durchspielen. Sitzt auch glatt. Ist also alles 2-2, dann war der Schneider auch nicht zu verhindern. Tja, Grang mit 3, Schneider hinterher. Gut, also wenn ich gewinne, dann für 120 und was anderes als Grang kommt mir hier auch nicht auf den Tisch. So. Jetzt habe ich natürlich schon wieder so viel, dass ich an sich verpflichtet bin, noch mal weiter zu versuchen, noch mal anzugreifen, denn mit 270 gibt es nichts zu gewinnen. Irgendwo ab 400 kann man wenigstens im Preisgrad was holen und natürlich hier wieder für 22. Also Kreuz kann es werden, 0 kann es werden. Wieder der Bube drin. Diesmal ist er mir ein bisschen eher willkommen, denn ich kann jetzt den Kreuz spielen. Vorhand passt auf 22. So, 20 runter ist eine Idee, aber ich komme natürlich wahrscheinlich ein bisschen Trumpf zu kurz. Herz 10 wird nicht laufen. So, andere Idee, Pik 10 und Herz 10 runter, hoffen, dass Karo hochgespielt wird. Ist mir aber auch, aufgrund dieser Gegenreizung, das ist mir alles ein bisschen spanisch. Ich habe das Gefühl, das könnte in die Hose gehen und vielleicht die beste Chance ist hier mal wieder so ein spektakuläres Ding mit der blanken 10. Schwer für die Gegner zu durchschauen, in dem Sinne, dass ich erstmal alle anderen Farben dabei habe. So, Karo kommt raus. Hat der etwa blank gespielt? Kann gut sein, dass er blank gespielt hat. Und dann müssen wir ihm hier vielleicht schon mal ein bisschen was anbieten, dass er nicht zu günstig Herz abwerfen kann. Also Überstich möglich. Ah, er wirft trotzdem Herz ab. Herz, König, blank. Verfluchte Axt. Die Karo 10 hätte ich besser blank im Blatt gehalten. Da haben wir schon den Fehler. Jetzt wird es schwer. Der Mann hat nur noch Trumpf und Pik. Logisch muss erstmal gleich der Bluff mit der Pik 10 funktionieren, aber ich glaube, dass ich trotzdem nicht unbedingt gewinnen kann. Denn Herz Ass wird er natürlich stechen. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Jetzt zieht er auch noch Pik Ass. Mann, du wieder völlig wehrlos. Diese Scheiße, du, wie beim Skat. Aber dass es schwer wird, das hatte ich mir ja schon gedacht. Deswegen habe ich ihn ja so ein bisschen andersrum gedrückt. Aber wie der Mann jetzt da allen Ernstes kommt, jetzt auch noch auf die Idee kommt, Pik Ass zu ziehen. Es ist mir ein Rätsel. Gut, jetzt können wir im besten Fall noch. Können wir auch nicht. Wir können nicht mal darauf spekulieren, ans Karo Ass zu kommen, denn er hat natürlich nur noch Trumpf. So, was haben wir gemacht? 47. Gut, okay. Also, Versuch beim Rocket. Wir waren dabei. Wir haben noch einen Euro in den Jackpot geworfen. Das sind die guten Nachrichten.
nehmen wir es einfach sportlich und sagen, das war das letzte Rocket hier. Oh, guck mal, hier ein Grand Hand. So, und da haben wir doch wieder irgendwie, da muss ich den Webmaster noch mal informieren. Beim Handspiel bleibt hier manchmal der Skat als Ansicht in der Mitte liegen. Das scheint mir nicht ganz korrekt zu sein. Aha, der hat aber ausgesprochen langen Pik. Dann nehmen wir mal lieber raus, 21 hier. Jetzt 21 in Kreuz und dann noch 21 in Herz. Das wäre eine Idee, ne? Aber nichts da. Nichts da, 28, gut. Wenn wir noch ein Herz, ein Stich möglich ist, dann ist der ein Herz, dann mache ich den auch. Jawohl, sind wir rausgekommen. So, und da hat der Spieler 1 dann doch noch einen 96er hinterherbekommen, hat auch noch 3x 40 Punkte gekriegt und hört trotz dieses Verlustgangs mit 620 Punkten auf. Das ist ein ganz anständiges Ergebnis. Hätte aber natürlich, hätte noch ein bisschen mehr sein können, wenn er sich da einmal vielleicht die Nerven ein bisschen besser im Griff gehabt hätte. Was auch immer. Was haben wir? 4 Verlustspiele von 12. Das ist, denke ich, ganz anständig. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir hier nicht alles versucht haben. Alles klar, soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wie immer, gut Blatt.